meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, wer brauchte den nicht, diesen Beistand, diesen Tröster, diesen Parakleten? Wer brauchte den nicht von den Menschen drüben, etwa in der Caritas-Klinik, ans Bett gefesselt, denen bewusst wird, dass sie sich selber nicht mehr helfen können, die nicht wissen, was wird? Wer brauchte diesen Beistand nicht von denjenigen von uns, die heute Morgen vielleicht schon zu Hause eine Auseinandersetzung hatten oder Streit und dann hergekommen sind, trotzdem hergekommen sind? Wer brauchte diesen Beistand nicht von denen, die insgemein spüren, ja, ich will Christ sein, irgendwie gehöre ich dazu, aber vielleicht ist es alles zu wenig. Vielleicht mache ich es doch nicht richtig. Vielleicht mache ich nicht genug. Wer brauchte diesen Beistand nicht von denen, die trotz warmer Bischofsworte und Hochglanzbroschüren und hochbezahlter Pastoralstrategen Angst haben vor dem, was da jetzt auf uns zukommt, mit einer Pfarrei der Zukunft? Die Angst davor haben, dass Seelsorge, menschliche Begegnung, Liturgie, alles auf der Strecke bleibt für ein großes bürokratisches Monstrum, das sich dann nennt Pfarrei der Zukunft. Wer brauchte den Beistand nicht von denjenigen von uns, die darunter leiden, dass es bis in die eigene Familie hinein tiefe Risse und Spaltungen gibt? Wir könnten diese Litanei fortsetzen, liebe Schwestern und Brüder. Und Sie kennen diese Litanei vielleicht mindestens genauso gut wie ich, vielleicht besser. Ich werde euch einen anderen Beistand geben. Wovon spricht Jesus da? Wieso einen anderen? Bis zu dieser Stunde, in der Jesus spricht, es ist der letzte Abend seines irdischen Lebens. Er ist mit den Jüngern zusammen im Abendmahlsaal. Bis zu dieser Stunde ist er der Beistand, der Advokat, der Trost, der Paraklet seiner Jünger. Und es ist den Jüngern deutlich geworden, bei allen Unzulänglichkeiten, dass Gottes Heiliger Geist in diesem Jesus präsent ist. Und er geht den Weg zum Kreuz. Und der vierte Evangelist sagt es ausdrücklich, wir haben es schon ein paar Mal gehört, man muss es immer in Erinnerung rufen. In dem Moment, in dem Jesus stirbt, sagt der vierte Evangelist, übergibt Jesus seinen Geist. Unsere Einheitsübersetzung ist ein wenig schwach, wenn sie einfach sagt, er gibt seinen Geist auf oder er haucht seinen Geist aus. Ja, er übergibt seinen Geist seinen Jüngern, der Kirche, dieser Welt. Er lässt ihn zurück, seinen Geist. Das ist der Beistand, den wir so dringend brauchen. Jeder und jeder von uns. Warum brauchen wir diesen Beistand? Wenn wir noch einmal die innere Beispielliste, diese Litanei durchgehen, wird es uns vielleicht deutlich. Und wir können, wenn wir das denn annehmen, einmal in uns nachforschen, ob sich da nicht ein Stück Widerstand regt. Vielleicht denen drüben in der Caritas-Klinik ist es am deutlichsten oder denen unter uns, denen es auch schlecht geht. Bisher habe ich doch gedacht, ich kann alles selber. Und plötzlich bin ich angewiesen auf Hilfe. Ich brauche einen Beistand. Ich habe doch eigentlich ein Leben lang davon gelebt, dass ich plane, und dass ich das dann noch mehr oder weniger mit ein paar Abstrichen vielleicht durchführen kann. Und plötzlich bin ich angewiesen. Das, liebe Schwestern und Brüder, ist der Grundimpuls christlichen Lebens. Dass wir angewiesen sind. Und das ist die Ursünde des Menschen. Dass er meint, er kann es einfach selber. Ich mache das. Ich schaffe das. Und ich setze das durch. Siehe Paradies. Ohne Gott,
Was interessieren mich diese blöden Verbote? Ich pfeife darauf. Ich mache mein Ding selber und ich ziehe es durch. Liebe Schwestern und Brüder, niemand von uns ist frei davon, weil wir alle Kinder Adams sind, so sagt es die Heilige Schrift. Und wir sind umgeben von einer solchen Gesellschaft, die das zur obersten Norm gemacht hat. Und es sollte uns überhaupt nicht wundern, dass in dieser Gesellschaft dann Gott keine Rolle mehr spielt. Für den ist einfach kein Platz. Aber wir sollten uns als Christen fragen, ob er bei uns einen Platz hat. Ob wir angewiesen sein wollen. Es ist ein gutes Lehrstück, wenn die Jünger genau in dieser Stunde, da ihnen Jesus das deutlich vor Augen führt, die Angewiesenheit auf ihn. Ja, was wird denn jetzt, wenn er nicht mehr da ist? Wenn er weg ist? Nur noch kurze Zeit, sagt Jesus. Ja, und dann? Und deshalb beginnen sie zu fragen wie Kinder. Warum? Wieso? Wohin? Wohin gehst du denn? Wieso jetzt? Warum machst du das jetzt nicht so? Und warum sagst du das so? Sie fragen wie Kinder. Wir kennen dieses Gequengel, oder? Das ist ein erster wichtiger Schritt, liebe Schwestern und Brüder. Wir können das einfach abtun als unerwachsen und ach ja, sie haben noch nichts gelernt. Nein, sie sind noch nicht diese Superapostel, wie wir nicht die Superchristen sind. Vielleicht ist es ein erster Schritt, wenn wir in diese Kinderrolle hineingehen und unsere Fragen wenigstens stellen. Wieso? Warum? Wohin? Wozu? Das ist der erste Schritt, Gott wieder ernst zu nehmen, ihm einen Platz in meinem Leben zu geben, Jesus ernst zu nehmen. Und Jesus sagt in dieser Stunde, auch auf dem Hintergrund dieser Fragen, ich lasse euch nicht wie quengelnde Kinder zurück. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder zurück. Ich lasse euch nicht allein. Ihr werdet einen Beistand haben. Ihr werdet einen Tröster haben, wie man dieses Wort Paraklet auch übersetzen kann, das dort im Text steht. Ihr werdet einen Beistand und Tröster haben. Jesus knüpft das an eine Bedingung. Und die hat es gleich auch wieder in sich. Wenn ihr meine Gebote haltet, das ist das Zeichen eurer Liebe. Und das heißt, dass ihr mich ernst nehmt. Tun wir das? Und damit kommt eine dritte Bedeutung dieses Wortes Paraklet, das Jesus nutzt, ins Spiel. Nämlich die rechtliche. Wir brauchen einen Advokaten. Denn jeder und jeder von uns kommt nie mit seinem Leben ganz hin, diese Gebote Jesu wirklich ganz zu halten. Wir können uns noch so mühen. Deshalb brauchen wir diesen Advokaten, der für uns eintritt, wie es Jesus sagt, der uns verteidigt, der in unserer Schwachheit, wie Paulus es sagen wird, zum Vater schreit, in dieser ganzen unvollendeten Schöpfung, deren Teil wir sind. In der Gebrochenheit der Schöpfung, in dem, was das Johannesevangelium immer wieder Welt nennt. All das, was sich von Gott abwendet, all das, was die eigene Rechnung machen will, ohne Gott. Ich werde euch einen anderen Parakleten geben, den Geist der Wahrheit, der euer Leben zum Ziel bringt. Er ist euer Beistand. Er ist euer Trost. Er ist euer Advokat. Dieses Wort sagt Jesus den Jüngern nicht nur in den letzten Stunden seines Lebens. Er sagt es heute uns. Und es liegt an uns, ob wir bereit sind, diesen Beistand, diesen Tröster, diesen Advokaten anzunehmen. Es ist der Beginn, Jesus wieder ernst zu nehmen.